Heute reden wir darüber, ob es nicht inzwischen schon Sachen gibt, wie die Mailbox oder die E-Mail, die so outgedatet sind, dass wir mal umdenken müssten. Die ISA-Runde. Der Web-TV-Talk aus dem Herzen Münchens. Aus dem Herzen Münchens. Die ISA-Runde. Ich persönlich finde es ja immer eine Zeitverschwendung, wenn ich meine Mailbox abhören muss. Ich möchte ja am liebsten da drauf quatschen, bitte legen Sie auf und schicken Sie mir eine SMS oder am besten ein WhatsApp oder sonst wie. Denn die Zeit, die ich damit verbringe, dass mir jemand sagt, bitte ruf mich doch mal zurück auf meiner Mailbox, könnte ich auch gut anders verbringen. Und ich bin ja so ein kleines weißes Kaninchen, so, ihr habt doch keine Zeit, so nach dem Motto. Und auch E-Mails werden, ich habe immer Spam und was auch immer und das sind auch immer so, ich meine Briefe, wer schreibt heute noch Briefe? Ne, also, die kommen du holst schon tief Luft. Sehr gut. Ja, also okay, Geburtstagskarten kriege ich auch gerne. Das kann, aber auch die Facebook-Geburtstagsnachricht nehme ich auch gerne. Also ist halt die Frage, müssten wir vielleicht ein paar Sachen mal wieder ausrangieren. Fang mal mit der Mailbox an, da habe ich einen guten Tipp für dich. Ich weiß ja nicht, bei welchem Provider du bist und wir wollen ja hier auch keine Brands nennen, aber da gibt es die Möglichkeit, eine automatische, also entweder sie abzustellen, Art 1, oder 2, eine automatische Ansage, dass der Teilnehmer nicht erreichbar ist. Sie können ihm, was weiß ich, eine Nachricht senden, das wäre doof. das ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das formuliert wird, aber dass der Anrufer praktisch sofort abgeschottet wird von einer möglichen Ansprache auf deine Mailbox. Das gibt es, kann man machen. Ja, aber das wollen ja viele. Also das ist ja das Problem, was ich meine, wo wir ganz viele Leute wollen dir ja eine Nachricht hinterlassen, anstatt dass die auflegen und sagen, hier... Bei mir spricht fast keiner auf die Mailbox. Ja, was habe ich denn? Es gibt ja noch was, also du kannst auch eine Abschrift bestellen. Also eine Abschrift? Zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile Mailbox-Dienste, also in der Regel eigentlich bei so Voice-over-IP-Anbietern, die also dir Internettelefonie anbieten. Ein Beispiel dafür ist Google in den USA, aber es gibt in Deutschland das Beispiel zum Beispiel, würde mir jetzt einfallen, Zipgate. Wo du, wenn dir jemand eine Nachricht hinterlässt auf diesem Anrufbeantworter, eine schriftliche E-Mail bekommst, eine Benachrichtigung und du sogar in einem Webinterface sehen kannst, was derjenige gesagt hat. Das funktioniert je nachdem, ob der Mensch aus der Oberpfalz oder aus Hamburg kommt, unterschiedlich gut. Ohne jetzt die Hamburger Oberpfälzer in irgendeiner Weise zu diskreditieren. Genau. Das ist halt die Spracherkennung und die wird sicherlich mit Zeiten besser. Aber es gibt auch manchmal Dinge, wo ich mich über eine Mailbox-Ansage freue. Es gibt auch Momente, wo ich jemandem ganz bewusst auf die Mailbox spreche. Es ist ja eine Frage, wie ich kommuniziere. Ich bin auch dafür, dass wir möglichst effizient kommunizieren, wenn ich jemanden erreichen will. Und ich bin auch jemand, wenn mir jemand auf die Mailbox spricht, bitte ruf mich zurück, ist meine Motivation auch eher gedämmt. Weil ich sage, das sagt mir doch einfach warum. Also worum geht es denn eigentlich? Aber wenn es zum Beispiel darum geht, jemandem etwas Liebes zu sagen, was ich in einer E-Mail so ohne meine Stimme gar nicht ausdrücken könnte. Oder wenn es darum geht, jemandem einfach nochmal vielleicht, weil ich weiß, er ist in einem Termin oder er ist jetzt gerade in der U-Bahn und ich weiß, er hat heute was ganz Wichtiges, und zu sagen, hey, ich drücke dir die Daumen, ist alles gut. Ja? Das ist eine Emotionalität, die ich rüberbringen kann oder versuche zu bringen, die ich in der E-Mail vielleicht nicht so machen könnte. Natürlich könnte ich jetzt auch einen MP3-File aufnehmen und per E-Mail schicken. Mhm. Könnte ich auch machen. Aber der Michael-Podcast. Ja, genau. Das würde auch wieder für den handgeschriebenen Brief sprechen. Ja, das stimmt, das ist eine Frage der Form. Das Beispiel Geburtstagskarte. Klar, früher haben wir irgendwie vor dem PC gehockt, was heißt früher, vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, You Got Mail, ne? Und man hat sich gefreut wie so ein Schneekönig-E-Mail und jetzt geht man an den Postkasten und freut sich, ne, wenn da eine Karte drin ist. Das ist ja auch auf jeden Fall ein Argument, dass man das macht, um jemandem seinen Respekt auszudrücken und zu zeigen einfach, hey, du bist mir wichtig. Ja. Aber wenn dann draufsteht, ich habe da mal eine Frage auf meiner Mailbox und da kommt aber keine Frage, dann Aber ich glaube, reagieren, wenn ich den Fax schicke, auf dem draufsteht, ruf mich zurück. Ich glaube, das ist keine Frage der Technik, sondern das ist eine Frage der Erziehung deines Social Graph. Du meinst, dass... Also, ja, also wenn beispielsweise, wenn der Michael bei mir anruft, dann spricht er eigentlich, ich habe gerade überlegt, nie auf die Mailbox, aber ich sehe ja, dass er angerufen hat. Und bei mir geht dann immer sofort an, ich muss den Pretorius zurückrufen. Ich muss, das allererste, was ich mache, nachdem ich das aufgehört habe, was ich gerade mache, ist den Pretorius zurückzurufen. Das also heißt ungefähr. Aber auch, er hat dir nichts Nettes zu sagen, weil sonst hat würde er dir ja auf die Mailbox hat schicken. Hat er, also so in der Art macht er das ja auch bei mir nicht, aber das sei ihm verziehen. Aber der Punkt ist ja, dass ich und in meinem Umkreis machen das viele Leute so, gelernt habe und mich daran gewöhnt habe, dass wenn mich jemand versucht zu erreichen, ich sehe das, dass ich den irgendwann zurückrufe. Weil ich einfach sehe, der hat es versucht. Ich glaube, dass wir die Kommunikationswege nicht selbst definieren. Also das mit dem, dass man sich sein Umfeld ein bisschen erzieht, wie man gerne angesprochen werden möchte, das ist nett.
Das aber ist, das Umfeld auch ein bisschen, ist doch so groß. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen Illusion. Das sehen wir es mal. Es gibt ja also, zwei Beispiele. Also bei mir auf der Mailbox ist zum Beispiel drauf gesagt, dass ich mich freue über eine Nachricht, aber es wäre noch lieber, wenn man mir eine E-Mail schreibt, weil wahrscheinlich ich schneller antworten kann. Weil ich nicht immer zurückrufen kann, aber ich kann schnell mal auch, wenn ich irgendwo bin, eine Nachricht zurückschicken. Jetzt gibt es aber Menschen, und da gehören unter anderem Familienmitglieder dazu, die aufgrund ihrer Demografie oder wie auch immer nicht in der Lage sind, mir eine E-Mail zu schreiben, die auch mit SMS immer noch ihre Schwierigkeiten haben und schon gleich gar keinen WhatsApp-Messenger verwenden. Das heißt, sie sprechen mir auf die Mailbox. Und das werde ich nicht verhindern können. Da kann ich sie noch so viel umziehen. Das wäre auch völlig illusorisch. Das Gleiche haben wir aber auch auf der Unternehmensseite, dass es Firmen gibt, die sagen, wir haben natürlich die Hotline, wir haben natürlich den Briefkasten, wir haben natürlich die Facebook-Fanpage und den Twitter-Kanal. Und es passiert ja andersrum auch genauso, dass wir, lustige Nerd-Leute, uns auf einmal beschweren, dass da eine total tolle Behörde auf einmal schreibt, sie hat einen Twitter-Kanal. Und wenn man denen aber eine Nachricht schreibt, dann reagieren die gar nicht. Mhm. Ja, das ist genau das Gleiche in grün, nur im andersrum. Ja, ja. Da wird aber das geht ja nach vorne. Ja, aber da wird ein Kommunikationskanal geöffnet, der nicht bedient werden kann. Und diese tradierten Kommunikationskanäle, die sind uns total altmodisch. Wir sagen, um Gottes Willen, Brief, ich bin doch eh nie zu Hause. Oder warum soll ich denn, ich schaue in den Kasten gar nicht rein. Was ist das? Da blinkt der? Was ist da? Blinkt der? Ja, kriege ich eine SMS, wenn da was drin ist? Nein, alles total old-fashioned. Das ist ja gut. Ja, aber das ist für mich so, also früher hat man zweimal am Tag im Briefkasten geschaut, heute schaue ich einmal die Woche rein, weil ich weiß, es ist eh nur Werbung oder Rechnung. Und, ich hebe nur noch die Klappe hoch. Ja, so okay. Okay. Also im E-Commerce ist es so, dass man, oder früher war das so, das ist ja heutzutage alles Common Sense, dass man gesagt hat, je mehr Payment, Bezahlmethoden man anbietet, desto mehr Umsatz macht man. Ganz einfach. Ja? Spricht aber einmal so die Frage mehr früher, Auswahl. Macht man jetzt, bietet man Bezahlung gegen Rechnung an. Heutzutage gibt es da Services, die dann einem das Risiko abnehmen, wenn nicht bezahlt wird. Klar. Früher war das nicht so und da musste man sich wirklich fragen als E-Commerce-Anbieter, macht man das jetzt oder nicht, wegen des Ausfallrisikos. Weil man wusste, wenn man es macht, wird man automatisch mehr Umsatz machen, aber kriegt man das Geld. Okay. Und hier ist es wahrscheinlich auch so, je mehr Kommunikationskanäle du anbietest, desto mehr Leute, desto unterschiedliche Zielgruppen, Teilnehmer können mit dir kommunizieren. Ja. Aber du hast dann, was eben Michael sagte, dass die Aufgabe, auch die Kanäle zu bedienen. Denn wenn ich lerne, dass, was weiß ich, um das Lieblingsbeispiel auf Twitter, DB, also Deutsche Bahn zu nehmen, ja, die reagieren ja. Wenn ich jetzt da, oder Mas o Menos, ja, aber wenn man da jetzt was, die mit Ad Deutsche Bahn oder DB, wie auch immer, anschreibt und da kommt keine Reaktion, ja, dann lässt man das, dann glaubt man nicht mehr daran. Ja? Aber dieses, also ich erinnere mich, Cebit 1996 gefühlt, von den lustigen E-Mail-Anbietern, die, oder auch web.de damals noch, die was von Unified Messaging damals jetzt haben. Das war das große Schlagwort, so damals Unified Messaging Zentralen. Also die Idee zu sagen, man hat eine globale Mailbox, einen globalen Kasten, in den alles reinlaufen, in der Postkarte. Das wäre ja auch viel zeitsparender. Ja, ja, aber das funktioniert ja nicht. Also es gibt ja diese globalen Inboxes. Also es gibt ja heute, wenn du dir ein gutes E-Mail-Programm kaufst, du kannst ja mittlerweile, gerade dass es von Microsoft Communicator ist, wo deine E-Mail, deine Anrufbeantworter, deine Post reinlaufen, dass dieses papierlose Büro und sowas. Und auf der anderen Seite haben wir dann neue Kommunikationszentralen, da kommt ein Twitter um die Ecke, da kommt eine Facebook-Message um die Ecke. Also ich habe das E-Mail-Programm noch nicht gefunden, in dem Facebook-Benachrichtigung auflaufen. Das meine ich ja, also die Idee ist doch super. Die Idee wäre doch, im Moment muss ich auf jeden Kanal gehen. Gut, dann gibt es noch solche Dashboard-Lösungen, wo du das teilweise kombinieren kannst, aber auch nicht so toll, dass ich sage, das schafft mir jetzt den mega Überblick. Aber dieses, ich muss auf jeden einzelnen Kanal gehen und dann habe ich noch zwei, drei Apps, wo ich auch noch an und noch eine Mailbox und noch unterschiedliche E-Mail-Adressen. Da fällt mir ein Beispiel ein. Das Beispiel heißt Uwe Knaus. Uwe Knaus macht bei Daimler die Social-Media-Geschichten und hat eine ganz liebe Kollegin, die Natascha, und die hat neulich ist gut, vor einem Jahr mal getwittert öffentlich. Vor einem Jahr mal getwittert? Ja, also da war ein Tweet, den habe ich mir gemerkt, weil ich mich gedacht habe, warum? Sie hat getwittert, stehe im Stau, also @Uwe Knaus, stehe im Stau, Rautezeichen, Chef. Und ich dachte mir, wow, was ist bei Daimler jetzt passiert? Ist die Nerdsprache ausgebrochen? Warum schreibt sie jetzt öffentlich für alle sichtbar, die ihr und Uwe Knaus folgen, dass sie im Stau steht? Warum macht sie das? Damit er sie nicht so leicht kündigen kann. Naja, das ist relativ einverständlich. Wahrscheinlich, also meine Mutmaßung wäre, sie und Uwe waren im selben Meeting verabredet. Uwe ist in diesem Meeting bereits, hat aber weder seinen Computer offen, weil das unhöflich wäre, noch schaut jetzt in seine Mailbox hinein, weil da laufen 823 gefühlte E-Mails auf. Ja, und er folgt aber für nicht. Seine, also aber bei seinem Twitter... Und er folgt genau. dir nicht. Naja, und bei Twitter kriegt er so eine kleine Ping-Benachrichtigung, dass er angesprochen wurde, was er sowohl auf seinem Tablet-Computer als auch auf seinem Handy sieht.
selbst wenn er jetzt sagt, ich bin für Anrufe nicht erreichbar. Das heißt, ja, aber du musst ja immer diese Leistung bringen. Du musst ja immer überlegen, welchen Kommunikationsweg gehe ich jetzt, nee, das um den und den anzusprechen. Du hast ja nicht diese Effektivität. Aber das Interessante an diesem Experiment ist genau dieses Ausbrechen. Ich habe eben nicht diese Unified Messaging Box, in die alles reinläuft, wo ich sage, der Michael, wenn ich dem so eine Box gebe, der ist nach dem Urlaub erstmal 4,5 Jahre beschäftigt, die zu lehren und zu lösen, sondern ich nehme einen Kanal, wo ich ausbreche. Das ist wie früher hat man gesagt bei Gewinnspielen, wenn du eine Postkarte designst, wo auf ganz viel draufgeklebt ist, dann wird die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gezogen, ja, als wenn du einfach nur schreibst, ich möchte teilnehmen. Mhm. Das war diese, weil das ist genau dieses Prinzip. Der ist ein Fuchs. Du brichst aus dieser Kommunikation aus und wirst deswegen besser gehört. Aber das tust du doch gar nicht. Also du suchst einfach nur den Weg, der denjenigen am besten anspricht. Das hat ja nichts mit Ausbrechen zu tun. Das hat ja einfach nur was damit zu tun, dass wir so breit aufgestellt sind, dass du immer überlegen musst, das funktioniert nicht, dann muss ich halt den Weg gehen. Ja, aber wenn du zum Beispiel sagst, du magst deine Mailbox nicht abhören, dann wäre es für mich zum Beispiel relativ sinnfrei, die auf die Mailbox zu sprechen. Ja, ich höre sie ja ab. Ich finde einfach das nur ineffektiv. Ja, aber wenn ich jetzt mit dem Flugzeug über dein Büro vorbeifliege und irgendwie Luftballons runterlasse mit Kerzen, das fände ich toll. Würdest Mach du wahrscheinlich das doch mal. Auch reagieren. Brieftauben von Michael. Ich glaube, die Menschen haben einfach unterschiedliche Präferenzen. Ja. So wie ich in meinem Umkreis weiß, wem ich besser eine iMessage schicke oder eine E-Mail oder wem ich die Rosen runterlasse. Ja, weiß ich jetzt bei dir, dass es bei dir zieht. Das fände ich toll. Ja, Mailbox nicht, aber Rosen ja. Ich gebe mal die Adresse später. Genau. Das macht man also. Und du hast ja dein Unified Messaging Center, hast du, hat jeder von uns. Wir haben alle Smartphones. Und da ist deine Facebook-App drauf, da ist dein Twitter drauf, da ist dein Mail drauf, das ist da. Und das geht alles über Notification. Im Notification Center steht da, ich habe 45 neue Nachrichten, da kann ich draufgehen und beantworten. Mir wird ja die Entscheidung abgenommen. Ich kriege das alles auf dieses kleine Display. Ist doch super. Ja, du hast aber trotzdem dann noch Kanäle, die du alle aufrufen musst. Findest du das nicht, dass du dich jedes einzelne aufmachen musst und jedes funktioniert anders? Nee, was wäre denn die Quintessenz? Also was wäre denn die Möglichkeit? Ist es zu sagen, pass auf, ich habe 15 verschiedene E-Mail-Adressen, die lösche ich alle. Dann kriegen die alle eine tolle Nachricht, diese Adresse ist nicht mehr erreichbar. Dann habe ich eine Facebook-E-Mail-Adresse, gut, dann sage ich... Wird gleich militant. Nein, ja. Ja, aber weißt du, immer ein bisschen polarisiert. Männer bisschen sind prägnant. Weißt du, also Facebook will ich, wenn ich sage, Facebook soll der einzige Kanal sein, dann habe ich auch eine E-Mail-Adresse, das ist die einzige, die ich habe. Gut, ich kann die anderen 15 umleiten zum Beispiel. Anrufbeantworter ausschalten, Mailbox ausschalten. Sich aus dem Telefonbuch nehmen lassen. Da bin ich schon gar nicht. Nie drin gewesen. In die berühmten Robinson-Listen, dass nichts mehr ankommt. Das kannst du auch, eine das Telefonnummer kann, genau, das kann er ja auch alles machen, nur dann wird er die Leute verlieren, die ihn einfach lieber anrufen, die ihm einfach lieber auf die Mailbox sprechen. Ja, aber was ich sage ja gar nicht, wir sollen die ganzen Sachen abschaffen, sondern ich fände zum Beispiel, ich tippe in irgendwie so ein normales Dokument eine Nachricht und dann mache ich Klick, geht auf Facebook, Klick, geht auf Twitter, das wird optimiert und alles rausgeschickt. Und ich brauche nicht 10 Minuten darauf zu verwenden, das erstmal zu überlegen, okay, jetzt will ich den erreichen, wie erreiche ich den am besten und ach, jetzt bin ich auf Twitter, jetzt muss ich das und das und das beachten. Aber das wäre eine interessante Geschichte, dass eigentlich du festlegst, wie du erreicht werden möchtest. Also beispielsweise, du hast da müsste jetzt irgendein ein sehr schwerer zentraler Anbieter kommen, der dann wieder sehr mächtig wäre, der sagt, pass auf, gib mir deine Postadresse. Ich scanne deine Briefe für dich. Gib mir deine Mailbox. Ich höre deine Mailbox für dich ab. Gib mir deine E-Mail-Adresse. Gib mir deine iMessage. Und ich nehme das alles entgegen. Ich bin so ein Concierge, ja. So dein persönlicher Kommunikationskonzierge, nimmst alle gegen, scanne deine Postkarten, hol die Rosen für dich ab, die vom Himmel fallen und dann bringe ich dir das alles und du musst dich nicht mehr drum kümmern. Solche Dienste, ich kenne oder mir würden, wenn ich bei längerem nachdenken, 5 oder 10 solcher Versuche einfallen. Ja. Keiner von denen. Warum? Weil die Leute gerne unterschiedliche Sachen machen. Okay, ich schätze... Nur weil du normalerweise dienstags... ISA-Runde oder mittwochs ISA-Runde machst, also heute haben wir ja gar nicht Dienstag, fällt mir gerade ein. Normalerweise machen wir dienstags ISA-Runde und heute haben wir gar nicht Dienstag. Wir haben gar nicht Dienstag. Ja. Und das schon? Ist doch mal was. Und jetzt bin ich raus. Ja. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die ganzen Kanäle und überlegt euch genau, okay, Oma muss ich anrufen, aber den besten Freund, dem kann ich einen Tweet schicken? Oder habt ihr irgendwie so ein Center, das ihr benutzt? Mich würde es total interessieren, ich wäre sofort dabei, ich würde es gerne ausprobieren. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie ihr das macht, was ihr davon haltet. Wir freuen uns drauf.